Ja, yeah, Leute, willkommen zurück zu Alan Wake. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir konnten im letzten Part gerade noch so diesem Carl Stucky entkommen, der auch anscheinend vom Schatten besessen ist. Wir nehmen hier mal die Batterien mit. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem auf dem Schwierigkeitsgrad. Wir könnten uns eigentlich rein theoretisch auch diese Weste mitnehmen, aber wir tragen ja eh unseren Anzug, würde ich sagen, oder dieses altmodische Jackett. Oh ja. Dass ich da reinrede, also während er da quatscht, weil das ist eher uninteressant. Da ist ein Telefon, ja, benutzen wir das mal. What the fuck, was labert der da? Yes. Okay, der hat die Telefonmast zerstört. Das ist schlecht. Und da draußen rennt er herum. Uiuiui, jetzt ist er auch noch... Oh, wir kommen gar nicht raus. Okay, jetzt doch. Ja, ich hatte schon Schiss. Ach du Scheiße, müssen wir jetzt... Ach, der hat das... Oh. Der hat das Ding wirklich runtergeschoben. Wie genial ist das denn, Leute? Ganz ehrlich. Ja, es speichert schon wieder. Das ist zwar gut, aber... Okay, die Tür geht auf. Ist das nicht Stucky? Nee, das ist ein anderer. Also ein normaler, nennen wir es mal, Schattenfreak. Ja, den anderen müssen wir auch... Ja, ich muss ein bisschen Batterie sparen. Deswegen nehme ich die Verstärkung nur unter gewissen Umständen. Okay, der war jetzt schneller down als geplant, aber... My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range. And now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. Ja, genau aus diesem Grund ist das Spiel ja auch nicht ab 18, weil man an und für sich kein Blut sieht. Das war der einzige Punkt, warum sie sagen konnten, sie konnten das Spiel ab 16 freigeben. Nur falls es jemanden interessiert. Okay, die Pfeile deuten auf etwas hin. Was auch immer. Da ist doch nichts. Warum sollte ich dann hierher? Ja, es ist immer so, wenn die Pfeile irgendwo hindeuten, heißt das normalerweise, dass hier was ist, aber... Hä? Da ist doch nichts. Warum deuten die Pfeile... Ach, da. Hä? Und was ist da? Nur so nebenbei gefragt. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Ach so, ja, stimmt. Was bekommen wir hier? Ach, Leuchtpistole? Ich dachte, die hätten wir eh schon. Ja, okay. Ich sage jetzt mal so, die Leuchtpistole ist zwar gut, aber die brauchen wir jetzt nicht so 100% dringend, sage ich mal. Was ist da vorne? Beziehungsweise da oben? Ah, Munition. Ja, warum nicht? Können wir immer brauchen. Und hier einschalten. Was bringt mir das? Also ich weiß, was es bringt, aber... Das ist ein Telefon, oder? Nein, das ist ein Strommast. Treten? Na toll, jetzt hast du es kaputt gemacht, Alan. Egal, was ist hier? Eine Motorsäge. Ach du Scheiße, sind wir bei Texas Chainsaw Massacre oder wie? Ach so, wir müssen noch immer zur Tanke. Ja, okay. Wieder ein Kontrollpunkt. Das sagt nichts Gutes, Leute, ganz ehrlich. Das ist sogar eigentlich... Wow. Wow. Ja, es ist eh nur einer, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, ich versuche Batterie zu sparen, deswegen nehme ich die Verstärkung nur unter gewissen Umständen her. So. Was ist da drinnen? Ja, öffne es. Ah, wieder... Ja, cool. Ja, wenn wir mal so mindestens 10, 11 Batterien haben, können wir es uns leisten, ein bisschen, nennen wir es mal, verschwenderisch zu sein. Wobei ich das auch nicht an die große Glocke hängen will. Schauen wir mal da oben nach, weil da ist ja was, oder? Auch ein kaputter alter Traktor. Was soll das? Auch wieder eine Manuskriptseite. Ja, die werden wir bei der Way auch mal lesen, aber nur wenn mal nichts Wichtiges ansteht. Wobei ich könnte jetzt eigentlich auch schon... Das Lesen, Moment. Wake wird vom schattenhaften Mörder angegriffen. The man turned to face me. His face was covered in shadows.
It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht zu schnell weggeskippt. Ich find's cool, dass das vertont ist. Ich lese ja unglaublich ungern in solchen Spielen, ganz ehrlich. Sonst lese ich schon was, aber ihr wisst, was ich meine. Achso, ich muss eh hierher. Ja, das kam mir gerade etwas seltsam vor. Ja. Was war das? Ja, das frage ich mich auch gerade, Alan. Kann ich mich da umsehen? Ja gut, immerhin Wasser, also ein Bach. Beziehungsweise ein See. Beziehungsweise Fluss. Ja, ich habe heute noch keine Stimme. So. Ich sehe gerade gar nicht, wie weit wir überhaupt noch zur Tanke haben. Aber ich denke, es ist schon noch ein ganzes Stück, ne? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn wir uns das Wasser ansehen, Alan. Nur so nebenbei gemerkt. Okay, ich muss hier tatsächlich ein bisschen, nennen wir es mal, herumglitschen. Uiuiui. Ja, ich hasse solche Parts, ganz ehrlich. Ja, weil da reinstürzen darf ich mit Sicherheit nicht. Ich weiß zwar nicht, ob Alan schwimmen kann, aber... Ja, wie komme ich dann da rüber? Ich meine... Hä? Ach so, hier. Ja. Das kann... Da hinten ist doch die Tankstelle, oder? Oh Mann. Ja, ich habe leider hier keine Karte. Eines der wenigen Spiele, wo ich tatsächlich eine Karte benutzen würde, wenn ich eine hätte. Ah. Hier geht's, glaube ich, rüber. Ja, nice. Aber bringt mir das überhaupt was? Manuskriptseite? Wieder? Ja. Was die Manuskriptseiten auf sich haben, werde ich später erklären, beziehungsweise Alan tut das, glaube ich, eh im Laufe des Spiels nochmal. Das ist zwar, es ist storytechnisch relevant, aber fürs Gameplay ist es tatsächlich, blöd gesagt, eher uninteressant. Wow. Wo muss ich dann... Ja, ich finde den Weg gerade nicht, ganz ehrlich. Ja, Alan bewegt sich hier etwas zaghaft, sage ich mal. Ja, hier sind wir doch gekommen, oder? Sind wir nicht von hier aus gekommen? Nee. Ja, aber ich kann hier rüber, das ist schon mal gut. Ja, sobald wir mehr oder weniger das Speicherzeichen sehen, sind wir weiter. Ja, es ist hier mit Controller deutlich besser, also mit Maus und Tastatur wäre ich hier total im Arsch, ganz ehrlich. Aber wir kriegen das auch mit Controller gut hin. Ich hoffe im Übrigen, ich gehe hier richtig. Ganz ehrlich, ich habe gerade keinen Plan, ob das hier richtig ist. Oh Mann, bin ich jetzt falsch gegangen? Die Frage ist, kann ich hier überhaupt falsch gehen in dem Sinne? Ja. Ja, mir fehlen da manchmal die Worte, weil ich echt nicht... Ach so, hier sind wir runtergekommen. Ja, mir kommt nämlich gerade der Ast hier bekannt vor. Gut. Gut, dann müssen wir doch, da runter. Ach so, darüber geht's. Das habe ich gar nicht gesehen. What the fuck? War das wieder so einer? Ja, dann ist doch was. Ja, das habe ich gemerkt, Alan. Nur... Warum, also blöd gesagt, warum greift er uns noch nicht an? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, ich finde es gut, dass er uns nicht angreift, aber es ist etwas seltsam, weil... Naja, ihr wisst warum. Ach so, hier kann ich gar nicht weiter, oder? Nee, das ist ja das Gebäude, wo wir quasi gekommen sind, ne? Egal. So. Dann haben wir zumindest diesen Teil hier mal hinter uns gebracht. Und ein Kontrollpunkt, das ist immer gut. Und ob das einen Unterschied macht, welche Batterien wir benutzen? Nein. Aua, 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 aua. Ja, ich habe fast vergessen zu sagen, dass die
ihre Waffen auch werfen können. Jawohl. Und es ist sich ausgegangen mit 7 Schuss. Das ist ja schon mal gut. Ja. Gott sei Dank heilt sich, ähnlich wie bei Max Payne, heilt sich unser Alan mit der Zeit ein bisschen. Wo ist allerdings Stucky? Das würde mich interessieren. Ja, okay, hier finden wir eh nichts. Ja, manchmal sind an solchen Ecken und Kanten gewisse Gegenstände oder Hinweise versteckt und die muss ich finden oder die will ich finden. Vorsicht. Ja, ich bin jetzt nicht so gut im Englisch, dass ich das jetzt vollkommen übersetzen kann. Wieder ein Kontrollpunkt. Ja, normalerweise würde ich sagen, das ist gut, aber in diesem Fall ist es halt nicht gut. Weil ich so einigermaßen warte, beziehungsweise weiß, was auf uns zukommt. Was ist das hier? Achso, das ist einfach nur der Mast hier. Alles klar. The staircase was broken. I had to make ja, wir finden schon einen Weg, aber ich sehe mich zuerst einmal hier um. Ja, eine ähnliche Dynamik muss man schon sagen wie bei Max Payne oder auch Resident Evil. Ja, wieder ein Traktor. Oder was auch. Ach so, ein Bagger. Hoppala. Ja, ist für mich eigentlich im Prinzip dasselbe, ganz ehrlich. Nur was genau. Ach so, ja, ich glaube, ich check's. Wir können hier klettern. Nein, ich wollte nicht A drücken, ich wollte B drücken. Schauen wir mal. Ach so. Kann ich hier noch gar nichts machen? Achso, ich kann hier rauf. Okay, ja, das wusste ich jetzt nicht. Ja, die Pfeile, eigentlich sieht man das eh ganz gut, dass hier noch was ist. Sorry, dass das gerade etwas... Was? The taken are filed with darkness. Die Besessenen sind von der Dunkelheit erfüllt. Irgendwie sowas heißt das. Was ist hier? Ein kaputter Herd. Ah, und noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Lithium-Batterien, jawohl. Aber sonst nichts. Ja gut, jetzt haben wir 20 Batterien. Das ist schon mal gut. Ja, sorry, wenn das gerade etwas einseitig ist, um nicht zu sagen langweilig. Aber das gehört nun mal auch dazu. Wow, 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 ich wäre fast runtergestürzt. Habt ihr es gemerkt? Ja. Ich weiß zwar, dass Alan das überlebt, aber es ist trotzdem nicht gut. Vielleicht habt ihr es schon mitgekriegt, aber das Einzige, was uns im Endeffekt wirklich heilt, sage ich mal, ist, ja, ich glaube, blöd gesagt, die Laternen, also das Licht dieser Laternen. Und ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Der Pfeil weist uns aber auch dorthin. Ja, egal, wir gehen jetzt mal Richtung Treppe, da wo der Scheinwerfer war. Ja. Aber hier können wir auch was einsammeln, glaube ich. Emergency. Ja. Auch wieder Revolvermunition. Ja, die können wir. Achso, Batterien haben wir genug. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Kann ich da auch rauf? Ja, aber wir müssten ja da irgendwie hochkommen. Und ich habe keine Ahnung, sage ich ehrlich, wie es ist. Achso, wir müssen das hier bedienen. Untersuchen. There was no power. There was bound to be a generator. Ja, und wo soll hier bitte ein Stromgenerator sein? Ich sehe hier gar nichts. Außer Nebel. Außer Holz und Nebel. Ja, deswegen heißt es hier auch, einen Generator finden. Wieso klettern? Nee, ich gehe da jetzt nicht drauf. Ach, da hinten ist einer. Mhm. What the fuck? Okay, 3 sogar. Ja, natürlich kann man dem ganz gut ausweichen. Also ich habe nie behauptet, dass es schwer wäre. Aber es ist halt schon eine Sache für sich, muss ich schon sagen. Ja, ich weiß, ich könnte hier etwas verschwenderischer sein, aber habe ich gerade ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, mit Maus und Tastatur habe ich mich damals echt blöd angestellt, als ich es zum ersten Mal durchgezockt habe.
Ja, Alan, das ist uns schon klar, aber ich gehe zuerst einmal da rein, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir da was. Ja! Eine Schrotflinte! Ja, geil! Ja, aber die hat nur zwei. Also wir haben noch nicht so viel Money dafür, deswegen spare ich mir das Ding. Auch wieder eine Manuskriptseite. Mhm. Gut, dann werfen wir jetzt den Generator an, würde ich mal sagen. Und jetzt können wir das Ding bewegen, beziehungsweise einschalten. Ja, die Atmosphäre ist etwas bedrückend. So richtig typisch Survival. Also benutzen. Ach so, was zum... okay, ich sehe nichts. Ach so, hier. Ja, ich habe das nicht gesehen, ganz ehrlich. So, dann schieben wir das Ding mal hierher. Einfach nur, damit wir drüber kommen, gehe ich mal davon aus. Ach so, jetzt muss ich da hinten hoch. Deswegen könnten wir darauf klettern. Alles klar. Mhm. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gut mit Maus und Tastatur. Ich habe es gerade noch so irgendwie, sagen wir mal, durchgeschafft. Aber ja, mit Controller sieht das wieder ganz anders aus. Wow. Sehr gut, Alan. Jawohl. Und jetzt können wir da endlich hoch. Und dass da ein Scheinwerfer ist, ist echt gut. Aber ich schaue mich hier nochmal um, was hier alles liegt. Achso, das können wir gar nicht mitnehmen. Was ist das? Eine Dose Bier oder Cola und eine Farbdose, oder? Irgendwie sowas. Kontrollpunkt, das ist gut. Das ist so. Ja, ich weiß, ich sage das oft, aber es ist ja wirklich so. Kontrollpunkt erreicht. Und meistens ist ja hier etwas. Schrotflintenmunition, ja geil. Und das Radio. Well, I was just outside for a breath of fresh air and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find him. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks. You have a good night. Okay, das war's dann schon wieder. Ja, wie gesagt, die Radiosendungen sind nicht relevant, aber man bekommt tatsächlich Errungenschaften dafür und das will ich am Ende des Let's Plays haben. Da liegt wieder eine Manuskriptseite, das ist gut, oder? Ja, wir werden die mal, ich glaube, im nächsten Part dann nach der Reihe mal durchhören. Jetzt im Moment ist das nicht so wichtig. Kann ich hier auch gehen? The gas station was closer now. Ja, weil hier kann ich... Welcoming in the darkness. Wow, war das wieder Stucky? Ja, wird Zeit, dass wir den besiegen. Ich glaube nämlich... Wow, ich habe mich schon wieder verrannt, oder? Okay, da ist eine Axt, deswegen laufe ich da nicht hin. Ja, der Sound klingt schon mal so, als...
Ganz ehrlich, der Sound gefällt mir gerade gar nicht. Ja, ich hab's ja geahnt, dass hier wieder welche kommen. Ja, es wäre ganz langweilig, wenn gar nichts los wäre. So. Uiuiuiui. Hey du. Ich wollte schon was sagen, aber das habe ich mir jetzt Gott sei Dank verkniffen. Ja, ich will ja so wenig fluchen wie möglich. Wenn man sich meine alten Let's Plays so anguckt, habe ich ja nur geflucht. Deswegen gehe ich mal gezielt danach hinten. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Richtung ist, aber. Oh Mann, ey, was? Ja, man sollte hier normalerweise auch großflächig ausweichen. Wow, ich habe eigentlich. Eigentlich bin ich ausgewichen, aber egal. Ja, man muss schon, by the way, auch im richtigen Moment ausweichen. Also, es bringt euch gar nichts, wenn ihr ausweicht, aber. Wow, aber daneben fliegt. Ja, stirb. Obwohl, sterben kann man gar nicht sagen. Die sterben ja nicht wirklich, sondern die verschwinden ja im Endeffekt nur. Ja, natürlich spare ich mir die Schrotflinte auf, falls jemand fragt. So. Oder müssen wir sogar runter? Da, wo die Axt war? Ja, gehen wir einfach mal runter. Wow, da kann man auch gleich wieder zwei Spießgesellen, glaube ich. Ja. Okay, Spießgeselle muss ich mir echt merken, ganz ehrlich. Das hört sich so rabiat und trotzdem nicht so grausam an. Jawohl. Ja, ich hätte gerade überlegt, ob ich das Spiel sogar auf schwer durchspielen hätte können. Aber macht ja auch keinen Unterschied mehr, würde ich sagen. Sehr gut. Und ähnlich wie bei Max Payne kann Alan Gott sei Dank unterm Schießen oder quasi unterm Schießen nachladen oder wie nennt man denn das? Ja, werfen wir zuerst den Generator an, würde ich mal sagen, bevor wir das Zeug einsammeln. Uiuiuiui. Ich hab doch gedrückt. Uiuiui. Ja, eigentlich ist es hier tatsächlich wichtiger, eigentlich in dem Sinne, den Generator zuerst anzuwerfen. Ich sag nur, die meisten müssten wissen, warum. Wow. Jawohl. Das hast du gut gemacht, Devil. Ja, ich lobe mich gerne selber. So, einschalten. Nein, ich sammle zuerst einmal das Zeug ein. Batterien habe ich ja genug. Ja gut, dann schalten wir mal ein. Sehr gut. Nochmal. Jawohl, deswegen. Ja, weil bei diesem Licht werden die automatisch zerstört, muss man schon sagen. Aber Leute, wir haben eh einiges geschafft in diesem Part und habe jetzt einen Kontrollpunkt. Deswegen sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir eventuell ein Like und einen Kommentar oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Alan Wake. Bis dahin, macht's gut, Leute.